Wir fangen an mit meiner Analyse der Bundesliga Endrunde. Und zwar fand über die letzten Tage in Bremen fanden die letzten fünf Partien statt, die noch zu spielen waren in der Bundesliga Saison 2021/2022. Fünf Runden an einem Ort in Bremen, sogar mit einer Doppelrunde. Und ich war dabei mit meinem Verein Bayern München. Und ich spiele bei Bayern am ersten Brett und dementsprechend bekomme ich sehr starke Gegner. Und tatsächlich in diesen fünf Runden spielte ich gegen fünf stärke Gegner, also optimal. Genauso mag ich es und herausgekommen sind dabei spannende, intensive Partien. Und jetzt möchte ich anfangen mit meiner Partie gegen David Navarra. David Navarra aus Tschechien ist ein Weltklasse-Spieler. Ich habe schon dreimal gegen ihn gespielt, zweimal verloren, einmal Remis. Also immer schwierige Duelle gegen Navarra. Und. Hier spielte ich mit den schwarzen Steinen. Die Zahlen sind nicht ganz aktuell. Also meine Zahl ist korrekt mit 2611. Aber David Navarra hatte am Anfang der Z Saison 27. Seine aktuelle Zahl dürfte ein wenig niedriger sein, wenn mich nicht alles täuscht. Denn er hat ein bisschen abgebaut. Ja, aber auch nicht so viel niedriger. 2688. Also auch sehr formidabel. Sehr formidabel. Aber kein 27er. Okay, wir gehen rein. E4. Und ich glaube, meine letzte Partie gegen ihn findet sich vielleicht auch auf meinem Kanal. Ich bin mir nicht ganz sicher. In der spanischen Liga habe ich zuletzt gegen ihn gespielt, 2020. Und dort habe ich auch russisch gespielt. Springer F3, Springer F6. Denn Navarra ist ein sehr dynamischer, aggressiver Spieler. Und deshalb habe ich russisch gewählt, denn natürlich spiele ich auch selber dynamisch und aggressiv. Aber ich weiß, dass er versucht immer das Brett zum zum er versucht immer ein Feuer auf dem Brett zu entflammen, zum Brennen zu bringen, versucht er das Brett. Und wenn man Russisch spielt, dann gibt es weniger Chancen hier ins Chaos zu gehen, beziehungsweise wenn man ins Chaos geht, dann kann es auch schief gehen für Weiß. Und ich glaube, es war eine gute praktische Wahl. Springer E5, D6, Springer F3, Springer E4. Der andere Punkt ist, warum ich Russisch gespielt habe. Es war einfach leichter vorzubereiten in der Kürze der Zeit. Ich habe erst eine Stunde vor der Partie erfahren, dass es gegen spiele. Und da war das hier eine leichtere Entscheidung. D4 in der letzten Partie gegen mich hat der Springer C3 gespielt. Das hatte ich natürlich vorbereitet. Und jetzt also der andere Hauptzug D4. D5, Läufer D3, Läufer D6. Das ist hier die populäre Variante. Läufer E7 und Läufer F5 sind die anderen beiden Züge. Beziehungsweise Springer C6 und dann Läufer F5 oder Läufer E7. Läufer D6, kurz hoch C4, C6. Und hier hat Weiß viele Möglichkeiten. Weiß kann Tommy einspielen. Weiß kann auf D5 schlagen, weiß kann Dame B3 spielen. Viele Möglichkeiten, auch Springer C3. Und Navarra spielt Dame C2, was sicherlich einer der kritischen Züge ist. Und ich spielte hier den alten Hauptzug Springer A6. Heutzutage ist H6 der moderne Zug. Da opfert Schwarz einen Bauern, aber bekommt ganz vernünftiges Spiel. Aber ich spielte Springer A6. Es droht erstmal Springer B4, weiß sollte jetzt nicht auf E4 schlagen. Da bekommt Schwarz zu gute Kompensation, also A3. Jetzt kommt der Läufer raus, Läufer G4. Es droht der Abtausch, das darf weiß nicht zulassen. Springer E5 ist logisch. Und das ist alles Theorie. Und die alte Theorie ist hier Läufer schlägt E5, D schlägt E5, Springer A C5 und dann F3, Springer schlägt D3, Dame schlägt D3, Springer C5, Dame D4, Springer B3, Dame schlägt G4, Springer schlägt A1. Ja, das geht hier ewig weiter. Und letztendlich glaube ich aber, dass das Weiß besser steht. Und ich wollte das jetzt hier nicht irgendwie diskutieren, sondern meine Vorbereitung war Läufer F5. Und es ist verrückt, Navarra hatte diese Stellung schon mehrmals auf dem Brett. Und auch im Blitzen dieses Jahr hat er die Stellung auf dem Brett. Und der, der Hauptzug, der ganz klare Hauptzug, ist hier B4. Und auch der richtige Zug. Und. Dann dachte er am Brett nach und spielte nach 10 Minuten F3. Und ihr seht, was Lietsche sagt: Doppel-Frage-Zeichen-Zug, weil er steht schon fast auf Verlust nach diesem Zug. Also unglaublicher Fehler hier von Navara ganz früh in der Partie. Er hat hier irgendwie die Züge einfach vertauscht und dann. Ja, Schwierig für mich zu, zu sagen, denn letztendlich auch am Brett hätte er die Varianten berechnen können und wenn man F3 spielt, dann muss man sich wirklich sicher sein, dass das hier funktioniert. Ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf, ähm, was er sich gedacht hat, aber das ist einfach ein ganz, ganz schwerer Fehler und das ist ein Geschenk von einem Weltklasse-Spieler wie ihm hier, dass ich jetzt nach zwölf Zügen schon quasi auf Gewinn stehe mit Schwarz, das ist unglaublich. Der der richtige Zug ist B4 und dann kann es weitergehen mit, mit C5 ist Einzug, man kann Springer C7 spielen, verschiedene Möglichkeiten. Gut, wir sehen auch gleich, warum Weiß B4 spielt, nämlich um F3 vorzubereiten. Nach F3 schlage ich jetzt auf E5 und spiele da am B6 Schach. Und klar, wenn Weiß jetzt schon B4 gespielt hätte, dann könnte Weiß C5 spielen und die Diagonale stopfen. Jetzt geht das eben nicht. Das wusste ich übrigens noch, dass man schlägt und da am B6 spielt und ich wusste, dass weiß jetzt C5 machen muss. Wenn weiß König H1 spielt, dann kann ich Springer F2 spielen. Das ist die Lösung hier und als nächstes schlage ich auf D3 und ja, stehe auf Gewinn. Also weiß müsste mit der Dame schlagen, aber auch hier schlage ich jetzt auf D3 und die Stellung ist sehr sehr gut. Schwarz hat alle Figuren draußen. klarer Vorteil. Gewinnstellung. Also C5 und hier habe ich jetzt das erste Mal länger nachgedacht. Ich habe letztendlich mit dem E-Springer geschlagen. Das hat mir auch gut gefallen. Der Computer sagt, es ist eine kleine Ungenauigkeit, aber ich finde, es ist vernünftig. Springer A schlägt C5 ist sogar auch möglich. Springer A C5. Also erstmal die Idee ist, wenn Schwarz mit der Dame schlägt, schlägt Weiß zurück. Und jetzt gewinnt Weiß hier eben eine Figur. Das wollen wir vermeiden. Deshalb muss ich mit dem Springer schlagen. Und Springer A schlägt C5 hat mir nicht so gut gefallen wegen Läufer E3 und dieser Fesslung. Und hier habe ich, glaube ich, ein bisschen früh aufgehört zu rechnen. Ich habe D4 gesehen. D4 habe ich gesehen, Läufer schlägt D4. Aber irgendwie habe ich hier nicht konsequent genug gerechnet. Aber es ist, zeigt schon, wie schwierig diese Störung ist, dass jetzt nur Turm F D8 eine Gewinnstörung ist, aber Turm A D8 nicht. Okay, versuchen wir es einmal zu verstehen. Turm F D8, Läufer E3. Ja, wenn Weiß auf C5 schlägt, dann schlage ich mit dem Springer. Und am Ende kann ich hier mit dem Schachgebot, mit dem Abzugsschach den Turm einsammeln auf A1. Und habe jetzt einfach eine Gewinnstellung. Dame F5 reicht hier scheinbar nicht. Oh, Dame F2. Und die Dame kommt zur Verteidigung ran. Weiß darf nicht schlagen wegen Grundreinmatt. Ja, okay. Aber. Gehen wir nochmal zurück. Was, wenn weiß Läufer E3 spielt? Jetzt Turm schlägt D3, Dame schlägt D3. Das ist auch sehr kompliziert hier. Springer G3, Dame D6, Springer schlägt F1, Läufer schlägt C5. Und jetzt erkennen wir, warum der Turm nicht auf F8 stehen soll, denn jetzt wäre er angegriffen. Hier mit dem Turm auf A8 steht der Safe, Schwarz schlägt auf B2. Was ist denn das für eine absolut wilde Variante hier? Läufer D4, Dame C1, Springer D2. Okay, am Ende kommen wir in der Stellung raus, so schwarz einbauen. Mehr hat. Gut. <laughs> Absolut. Absolut verrückt. Insofern ähm, bin ich mit meiner Zugwahl sehr zufrieden, denn das war deutlich einfacher. Also, ich habe nicht mit dem A-Springer geschlagen, ich habe mit dem E-Springer geschlagen. Wahl schlägt auf F5. So, jetzt gebe ich ein Schach auf B3, Abzugschach. König h1, aber jetzt ist es ganz wichtig, dass ich nicht auf a1 schlage. Das wäre zu früh. Denn weiß schlägt auf h7 und spielt Dame f5 und bekommt einen Angriff, den ich nicht stoppen kann. Weiß gewinnt. Danke dir, Puff Morris. Puff, du warst ja dabei, hast zugeschaut. <laughs> ähm, so, also ich darf nicht direkt schlagen. Vielleicht hatte das Navarra in seinen Berechnungen übersehen, aber ja, gut. So schwierig ist es auch nicht. Ich spiele g6, stoppe h7. Stoppe das Schachgebot auf H7 und greife den Läufer an. Aber der wichtige Punkt ist, und das sehen wir in der Partie, dass ich auch die Idee-Springer D4 habe und nicht meinen König schwächen muss, um die Figur zu gewinnen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und hier dachte Navar länger nach, aber hat dann Turm A2 gespielt. Ja, was soll er sonst machen? Läufer H6 wäre noch ein logischer Zug. Läufer rausbringen, aber jetzt schlage ich einfach den Turm auf A1. Und Beispiel Dame C3, ein bisschen Ideen mit E6, aber das sollte nicht reichen. Vielleicht sollte er es trotzdem probieren, hier ein bisschen äh, die Störung zu verwickeln. Wenn ich jetzt auf F5 schlage, weiß, kann F4 spielen, König H8, das Rote jetzt, Dame G3, nipps matt. Wobei, warum kann ich nicht C5 spielen? Oh, oh, E6, oh, jetzt kommt das matt entweder von der... Moment, ah ja, entweder von da oder von da. Ähm, okay, also König h 8 ja, das ist scheinbar nicht so klar hier, weil Weiß am Ende der Variante den Springer zurückgewinnt mit Springer D2. Selbst hier steht Schwarz klar besser, muss man allerdings sagen. Also hier diese Verwicklung einzugehen, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ich, Dame C5 ist noch ein Zug, dann Dame E1. Das hatte ich auch gesehen, irgendwie über diese, über diese Diagonale. Dame 4 Dame 6 Springer B3. Dame H4, ja, und Dame C4. Ah, das ist natürlich schlau. Das ist schlau, ja. Und weil es schafft, nicht Dame F6, weil der Turm hängt. Okay. Also, stattdessen, Navarro spielt Thomas Hand. Hier dachte ich, okay, ich habe nichts übersehen. Ich stehe einfach gut. Ich stehe einfach gut. Ich spiele Springer D4, greife Springer und äh, Dame und Läufer an. Und er spielt Dame D1. Ich dachte, dass, wenn überhaupt seine Idee jetzt Läufer E3 gewesen wäre. Und jetzt würde ich auf C2 schlagen. Oh, Dame B5 habe ich nicht gesehen. Dame B5 geht auch. Ha! Dame B5, Angriff auf F1 habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich auch ein netter Zug. Dame D3, aber auch wieder unnötig kompliziert, vielleicht. Auch unnötig kompliziert. Jetzt muss man hier solche Varianten rechnen. Das sieht auch schon wieder fast nach Dauerschach aus. Ja. Ja, vielleicht unnötig kompliziert. Also nach Läufer E3 hätte ich. Höchstwahrscheinlich Springer schlägt c2 gespielt, Läufer schlägt b6 und jetzt g schlägt f5. Also habe ich die Figur zurückgewonnen. Ich habe einen Bauern mehr, aber mein Springer ist noch ein bisschen in Gefahr. Droht jetzt verloren zu gehen mit b4. Ich müsste also d4 oder f4 spielen. Und ja, Schwarz steht besser, aber das ist jetzt nicht so einfach alles, würde ich mal sagen. war ist ein sehr freundlicher Schachspieler heute hier auf jeden Fall. Gut zurück zur Partie. Er spielt also Dame D1 und ich schlage auf F5 und wir schauen uns die Stellung an. Ich habe einfach einen ganzen Bauern mehr. Plus ich habe das Zentrum. Plus ich habe eine halbe Stunde mehr auf der Uhr. Also hier war ich natürlich sehr zufrieden. Jetzt spielt er B4, öffnet damit den Turm, aber schwächt auch ein bisschen seinen Königs, seinen Damenflügel und erlaubt hier einen schnellen Hebel. Und hier habe ich länger nachgedacht. Zu lang. Halbe Stunde in dieser Stellung. Das ist zu lang. Es ist einfach zu lang. Ähm, viel zu lang viel zu lang, eine halbe Stunde in dieser Stellung. Ich habe lange überlegt, ob ich hier ja, Springer E3 spielen soll oder, oder nicht. Und ja, man hätte es machen können, um den Läufer abzutauschen, aber auf der anderen Seite, ja, diese Stellung habe ich überlegt. Und ich dachte eigentlich, sie wäre ganz gut, aber der Computer bewertet es gar nicht als besonders viel Vorteil. Ja, wie dem auch sei, ich meine, Springer C7 ist ein Zug, den man auch <laughs> deutlich schneller spielen kann. Der Springer kommt ins Spiel, es wird A5 vorbereitet. Der Zug ist gut, aber einfach zu viel Zeit hier verbraucht. Tommy 1 von Navarra. Ja, ich hatte eher Tommy 2 erwartet. Ist ein bisschen logischer, den Turm auch auf F1 zu halten. Irgendwas hat ihm dann nicht gefallen. Tommy 1, jetzt Springer E6, finde ich auch logisch. Ich könnte auch direkt A5 spielen oder D4, sagt der Computer. Aber D4 hat mir immer nicht so gefallen, weil ich diese Felder hergebe. Deshalb war ich mir nicht so sicher und der Springer kann dann schnell über E4 nach F6 kommen. Also, Springer e6, jetzt g4. Ja, weiß muss irgendwas machen. Wenn ich jetzt einfach hier a5 spielen kann, weiß verliert einfach. Das weiß muss g4 probieren, Springer fg7 und geht jetzt weiter vor mit f4. Vielleicht ein bisschen verfrüht, vielleicht sollte man es noch vorbereiten, aber ohnehin wird es schwer für weiß, das ist klar. F4, jetzt F5, ich halte dagegen, ich erlaube nicht F5. Ich hatte überlegt, ob ich A5 spiele, aber ich dachte, das ist hier schon wieder, das ist unnötig äh, scharf. Und das ist ja genau sein Spiel. Und tatsächlich, wir sehen es hier schon, der Computer sieht weiß bereits im Vorteil. Ist auch logisch, jetzt greift weiß mit allen Figuren an. Das darf ich genau nicht zulassen. Auf keinen Fall. Also F5. Auch hier wieder 14 Minuten überlegt, ist echt lange. Ähm, F5. Und wir sehen jetzt, wir haben beide ähnlich wenig Zeit für diese Stellung. E schlägt F6. <laughs> Turm schlägt F6. Er hat erzählt, dass er momentan an einer zeitnot videoserie arbeitet und sie dir empfohlen. Ja, mein Zeitmanagement kann auf jeden Fall verbessert werden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dass es arg schlimm ist, würde ich mal behaupten. Also meistens, wenn ich in Zeitnot bin, ist der Gegner auch in Zeitnot. Zumindest. Aber klar. Zeitmanagement ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, Turm schlägt F6, Turm F1. Ja, ich hatte mit F5 auch gerechnet, aber gut, ich kann hier einfach schlagen. Ich habe hier irgendwelche Varianten gerechnet. Was habe ich denn gedacht? Läufer B2. Ja, das geht einfach alles hinten und vorne nicht. D4, G schlägt F5. Turm schlägt E5. Was habe ich gerechnet? Turm schlägt E6. es ja, geht aber alles hinten und vorne nicht. Ich sehe schon Dame B5 könnte man jetzt machen. Aber auch Springer schlägt E6, Dame G4, Springer G7. Läufer schlägt D4, Dame C7. Hier passiert scheinbar gar nichts. Turm G2 und einfach Turm F1. Und Schwarz hat eine Qualität mehr. Okay. Ja, es funktioniert nichts für weiß so richtig. Deshalb also Turm F1, Turm A F8, logisch, Turm F2 und Dame C7 auch, sehr logisch. Ich greife noch einmal diesen Bauern an. Und weiß kann ihn nicht mehr so gut decken. Tatsächlich opfert jetzt da war einen zweiten Bauern mit F5. Wenn er Dame D2 spielt, was den Bauern deckt, dann spiele ich einfach D4 und was macht jetzt Weiß mit diesen Figuren? Weiß kann gar nichts Vernünftiges mehr ziehen. Also F5, ich denke der beste praktische Versuch. Ich schlage den Bauern. Und G5. Navarra zieht vorbei. Und jetzt spiele ich Turm F7. Das ist ein Fehler. Also eine Ungenauigkeit, würde ich sagen. Fehler ist ein bisschen übertrieben. Turm G6 wäre deutlich kraftvoll gewesen, sah aber komisch aus für mich, den Turm hier so einzusperren. Aber auf der anderen Seite weiß, kann das nicht ausnutzen und weiß, muss ich jetzt mit H4 schwächen? Um diesen Bauern zu decken und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Das war es hier noch vorgehen muss mit dem Bauern und jetzt gut Dame G3 ist eine Möglichkeit oder F4 Dame G4 jetzt H6 irgendwie die Stellung hier öffnen und schauen wir mal was der, was der Computer sagt für eine Variante. Okay jetzt kommt es einfach zum Massenabtausch hier und am Ende hat Schwarz einfach zwei Bauern mehr. Ja das gewinnt easy. Ähm, ja, Turm G6. Turm G6. Hier habe ich sehr schnell gespielt. Ja, logischerweise, jetzt wo ich nicht mehr viel Zeit hatte, dachte ich, ich mache mal einen schnellen Zug. Aber Turm F7 war ein Fehler. Turm G6 doch deutlich stärker. Turm F7. Turm G1. Jetzt habe ich F4 gespielt. Ich war im Nachhinein nicht so happy mit F4, denn so viel hat es mir nicht gebracht. Vielleicht lieber D4. Vielleicht lieber D4 und dann. Die Dame nach D5 stellen oder sowas in der Art, das sieht ziemlich gut aus. Ähm ja, Weiß hat nach wie vor so gewisse Chancen mit, mit der offenen G-Linie, wenn er G6 spielt und den Springern hier, aber sieht sehr gut aus für Schwarz, logischerweise. Gut, F4, Springer D2. Jetzt schafft es Weiß, das hier zu blockieren. Ich kann F3 spielen, mal der Computer. Ich kann F3 spielen. Ich dachte, weiß schlägt einfach diesen, diesen Bauern. Turm F3, Springer F3. Ja, einen Bauern geben, um die Springer zu befreien, um das Spiel zu bekommen. Hätte man machen können. Ähm, aber gut, wollte mich nicht von meinem Bauern trennen. Aber wenn ich mir es so anschaue, hier jetzt mit den aktiven Figuren, immer noch einen Bauern mehr. Vielleicht eine gute praktische Entscheidung, diesen Bauern abzugeben. F3. Gut, ich habe da am B6 gespielt, auch vernünftig. Geht hier auf den Turm, versucht ein bisschen äh, die Figuren zu diskoordinieren. Aber hier wusste ich nicht so richtig, was ich weitermachen soll. Es war mir nicht offensichtlich, wie ich hier meine Stellung verstärke. Und ich habe jetzt A5 gespielt. Der Zug ist nicht schlecht, aber auch ein bisschen komisch. Denn offensichtlicherweise spielt eigentlich eher die Musik am Königsflügel als am Damenflügel. Aber ich wollte irgendwie das Feld C5 machen für meinen Springer. Darum ging es mir ein bisschen. Was meint der Computer? Turm E7. Turm E7 finde ich logisch, um irgendwie über die E-Linie zu kommen oder Turm F5. Ja, geht ein bisschen aus G6 raus, finde ich auch logisch. Okay, A5, Springer F3. Und ja, wir hatten jetzt beide wirklich nicht mehr viel Zeit. Also gut, er hat jetzt noch zwei Minuten. Ich habe sechs Minuten, habe jetzt Turm E7 gespielt. Turm E7, ja, kein schlechter Zug. Ich könnte aber auch hier schlagen. Aber das war, mir, das war mir ein bisschen heikel mit Springer E5. Ja, der Computer sagt jetzt hier, die Qualität zu opfern mit Dame D4. Ja, also, ich sag mal so, es ist schon ein bisschen schwierig geworden, jetzt hier für Schwarz, das zu verwerten. Denn die Figuren stehen nicht ganz optimal und Weiß hat Gegenspiel. Weiß hat definitiv Gegenspiel, kann auch erst G6 spielen und dann springe E5, sowas in der Art. Man muss die Qualität dann opfern. Ja, ist es ist gut, denn Schwarz hat 1000 Bauern, aber ist nicht mehr so ganz smooth auf jeden Fall. Gut. Deshalb habe ich Tommy 7 gespielt, um die Springer E5 rauszunehmen. Er spielt G6 mit 2 Sekunden auf der Uhr. Ihr seht es hier. 32 Sekunden hat er nach diesem Zug. Man bekommt 30 Sekunden dazu. <laughs> er spielt diesen Zug mit 2 Sekunden auf der Uhr. Crazy. Aber der beste Zug. Der beste Zug. Und hier habe ich jetzt H6 gespielt. Das ist bereits ungenau. Ja, schlagen will ich nicht. Das öffnet einfach die G-Linie zu sehr. Ähm, ich sollte wohl H5 spielen. Das ist vielleicht besser, weil der Bauer da gedeckt ist. Ich dachte H6 ein bisschen sicherer aber hier wie gesagt, also Weiß hat bereits gutes Spiel. Weiß hat bereits gutes Spiel. Das wird nicht leicht zu gewinnen. Okay, H6. So, jetzt spielt er seinen nächsten Zug mit 4 Sekunden auf der Uhr, e 2. Bester zug wäre wohl Springer E5 gewesen. e 2. Ja, ergibt Sinn, fesselt den Springer. Und was habe ich jetzt gespielt? Dame B5. Ich hatte ja noch ein bisschen Zeit, 5 Minuten. Hatte noch ein bisschen Zeit, Dame B5. Können schlechter Zug. Springer F5 wäre auch noch ganz gut oder D4, aber da B5, ist denke ich, okay. B schlägt A5 und jetzt habe ich e 8 gespielt. Finde ich auch sehr logisch. Auch hier präferiert der Computer ein paar andere Züge. C5. Warum C5 eigentlich? Um Springer D4 rauszunehmen. Vielleicht auch um die Route zu öffnen für die Dame, um zurückzukommen. Springer F5. Ja, Springer F5 hat mir eben immer nicht gefallen, weil ich dachte, ich brauche den Springer zur Verteidigung. Aber so viel passiert hier vermutlich nicht. Springer E5 wäre auch nicht schlecht gewesen. C5. Ja, vielleicht C5. Gut, Tommy 8. Jetzt spielt der Dami 1 mit 2 Sekunden nochmal auf der Uhr. 2 Sekunden. Ah, ja. Und wie lange habe ich hier nachgedacht? 30 Sekunden. Ja, und das war. Da habe ich zu schnell gespielt. Da habe ich einfach viel zu schnell gespielt. Jetzt vergebe ich quasi meinen ganzen Vorteil mit Dame D3. Das ist ärgerlich, weil ich hatte die Zeit noch auf der Uhr. Ich hatte die Zeit und ich hätte die hier besser nutzen sollen. Ich meine, es waren auch nicht mehr so viele Züge zu spielen. Es waren jetzt noch sechs Züge zu spielen. Drei Minuten ist natürlich jetzt nicht so viel Zeit für sechs Züge in so einer komplizierten Stellung. Aber erstmal mal zu schauen. Was kann ich hier noch machen? Und Springer F5 wäre der beste Zug gewesen. Einfach den Springer rausbringen. Und jetzt kann man auch diesen Springer ziehen, nach C5 oder wohin auch immer. Dann die Türme tauschen, denn darum geht es ja ein bisschen. Weiß fesselt meinen Springer. Ich kann den Springer nicht ziehen. Mit Springer F5 decke ich den Turm. Ähm, ja. Was soll Weiß machen? Was soll Weiß spielen? Es ist sehr schwierig. Die Dame soll wieder zurück am besten, sagt der Computer, nach F1 oder F2. Sagen wir mal nach f1 ja, und jetzt kann ich den Bauern schlagen d4 spielen klar man muss noch ein bisschen Präzision walten lassen aber Schwarz sollte natürlich gewinnen gut ich spiele Dame d3 was mich geärgert hat also ich hätte auch da ein B3 spielen können denn dann kann weiß nicht wie in der Partie Springer e5 spielen dachte ich zumindest ja denn hier kann ich Springer d4 antworten gewinnt auf der Stelle Dame d3 war einfach zu schnell, war einfach viel zu schnell gespielt. Ähm, nach Dame B3 müsste Weiß wieder Dame F1 spielen. Partie geht auch noch weiter, aber Schwarz behält den, den Vorteil auf jeden Fall. Dame D3, jetzt kommt Springer E5, und das hatte ich gesehen, aber ich dachte, ich mache Dame H3, aber was ich zu spät gesehen habe, denke ich, ist jetzt Springer G4. Springer G4, und auf einmal hat Weiß diese unangenehme Drohung: Springer F6 Schach. Und auch manchmal Springer steht H6. Und ich kriege dieses Schachgebot nicht wirklich pariert so gut. Weil einen Zug wie Turm F8 will ich logischerweise nicht spielen. Und jetzt habe ich Lange nachgedacht, bis auf vier Sekunden runter meinerseits, auf vier Sekunden eieiei, und Springer d4 gespielt. Was denke ich eine sehr gute praktische Entscheidung war. Der Computer sagt hier ungenau, aber jetzt hier Springer h5 zu spielen, dem Besten, das ist der einzige Zug, der irgendwie noch Vorteil behält. Das ist einfach, das ist einfach crazy. Das ist, es würde an Wahnsinn grenzen. Äh, wäre komplett Roulette, wer hier gewinnt, ähm, wie das jetzt ausgeht. Also das kann ich auch gut und gerne verlieren. Ja, König g7, Springer g4. Jetzt c5, klar, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, um das hier alles in Ruhe durchzurechnen, vielleicht hätte ich das so gespielt, aber nicht mit 2, mit 3 Minuten auf der Uhr. Insofern, ich habe die Remis-Fortsetzung hier gesehen mit Springer d4 und habe das dann gespielt. Springer d4, jetzt Turm schlägt e7, Dame f3, Turm g2, Turm schlägt e7 und Dame schlägt e7 und Dame f1 und es ist Dauerschach, ich habe Remis angeboten. Denn hier werden, ah, hier werden natürlich jetzt die Züge wiederholt. Ja, Remi Remy zum Einstieg mit Schwarz. Aber natürlich bin ich damit nicht zufrieden gewesen. Ihr habt die Partie gesehen. Ich stand seit dem zwölften Zug quasi auf Gewinn. Ähm, und habe es nicht verwandelt. Ich habe es nicht verwandelt. Ich, sa ich sage mal so, äh, über weite Strecken war das alles sehr vernünftig. Ein kritischer Moment war hier. Turm G6. Das hätte mir die ganze Sache vermutlich deutlich erleichtert. Hätte ich das richtig eingeschätzt. Und dann natürlich hier der Moment, wo ich Dame d drei gespielt habe. Also das, das ärgert mich. Aber beides hatte zu tun mit, mit meinem Zeitmanagement, dass ich einfach davor, so ewig lange überlegt habe, an einem recht natürlichen Zug eine halbe Stunde, das ist zu viel gewesen. Da hat man gemerkt, ich war ein bisschen, bisschen raus. Ähm, hab ja seit über einem Monat nicht gespielt. Und da war ich ein bisschen rostig. Um, und das hat sich leider hier bemerkbar gemacht und sonst mit mehr Zeit hätte ich auch hier sicherlich einen besseren Weg gefunden als damit D3. Insofern sehr schade, sehr bitter, hier die Partie dann nicht zu Ende zu bringen. Äh, große Gelegenheit gegen ähm, einen so starken Spieler wie Navarra mit Schwarz zu gewinnen, vor allem mit Schwarz ist das immer was ganz Besonderes gegen so starke äh, Großmeister. Ja, klar, natürlich war, bin ich nicht... <laughs> Also natürlich war ich auch irgendwie happy, so in, in die, in, in die Bundesliga-Endrunde zu starten mit einem Schwarzremis. Aber wenn man die Partie anschaut, dann muss man sich einfach ärgern, denn es war viel mehr drin. Ging jetzt viel um das Thema Zeitmanagement. Ja, es ist nicht ist sehr schwierig, das Thema Cage 966. Denn natürlich braucht man die Zeit auch, um überhaupt die gute Stellung zu erreichen. Aber immer die Balance zu finden, wo man mehr Zeit investiert und wo weniger, das ist die Kunst. Das ist die große Kunst. Also Remy hier zum Einstieg mit Schwarz gegen Navarra. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.